Es gibt manchmal Whiskys, die gehören zu den Lieblingswhiskys. Warum auch immer. Sie sind nicht die besten Whiskys der Welt, aber man hat sie immer wieder gerne. Und das sind bei mir die Whiskys von Edward Dower. Damit würde ich mich ganz gerne heute ein bisschen genauer beschäftigen mit euch. Zwei dieser Whiskys wollte ich euch vorstellen. Vorab, ich mache keine Werbung. Ich kaufe mein Zeug immer selber und sage ausschließlich meine Meinung. Der Edward Dower, das ist ein Whisky, da findet man mit Sicherheit auch viele Verkostungen im Internet, hier bei YouTube oder wo auch immer. Denn es ist ein sehr beliebter Standard-Whisky, ein 10-jähriger Whisky mit 40%. Von daher ist das etwas, was man so, ja, was man so allgemein gerne vorfindet, wo man sagen würde, das ist ein so typischer, auch vielleicht Einsteiger-Whisky, wie auch immer. Das wollen wir uns dann mal ein bisschen genauer anschauen. Und während ich so ein bisschen erzähle hier von diesem Whisky, schenke ich mir den schon mal ein, damit er sich ein bisschen im Glas entwickeln kann. Ich habe den eine ganze lange Zeit nicht mehr getrunken. Das ist jetzt schon wieder eine Weile her. Von daher bin ich selber auch ganz, ganz gespannt. Es ist, das will ich also vorwegnehmen, ein Whisky, den ich immer in meiner Hausbar parat habe. Und wenn eben so eine Flasche mal irgendwann sich leeren sollte, dann wird sie nachgekauft. Ja, Edward Dower, das ist eine ganz interessante Brennerei, wahrscheinlich für Touristen Schottlands mit die bekannteste Brennerei, weil sie einfach so klein und so niedlich und so hübsch ist und von daher auch Touristen anzieht. Da gibt es ein schönes Besucherzentrum, man sieht diese, sie sieht wirklich aus, ja, man hat hier so ein Bild, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht erkennen, aber man hat so ein Bild immer von dieser Brennerei, sie galt lange eben als die kleinste Brennerei Schottlands, und jetzt steht noch Scotland's Little Gem, eine Highland-Brennerei, wirklich wie aus dem Bilderbuch. Ja. Mittlerweile gibt es noch kleinere Brennereien, denn sie wurde dann irgendwann mal gekauft von Andrew Symington, den man kennt als den Chef von Signatory Vintage. Und damit ist Andrew Symington ein sogenannter unabhängiger Abfüller. Also jemand, der von anderen Brennereien Whiskys kauft, sie in eigene Fässer dann abfüllen lässt, dann reifen lässt und dann eben sie irgendwann weiterverkauft. Unter der eigenen Marke Signatory Vintage. Und dieser Andrew Symington hat sich dann irgendwann gesagt, als diese Edward Dower Brennerei zum Verkauf stand, hat er gesagt, da greife ich zu, ich will eine eigene Brennerei haben. Und somit wurde er also dann stolzer Besitzer von Edward Dower. Und das, was ihn eben auch als unabhängigen Abfüller so auszeichnet, nämlich hervorragende Fässer, das ist eben auch etwas, was diese Brennerei auszeichnet. Denn es ist nicht nur ein sehr interessanter Whisky, weil er in sehr, sehr kleinen Brennblasen sehr intensiv dadurch eben auch hergestellt werden kann, sondern es gibt eben auch prima Fässer, in denen dann also der Whisky professionell reifen kann, ja? Und nicht irgendwie so billige, ausgelutschte Eimer. Und das macht so, dass Edward Dower, die Whiskys von Edward Dower interessant. Die sind manchmal recht teuer. Da gibt es auch so Halbliter-Abfüllungen, auch Single Cask, also aus einem Fass Abfüllungen, ganz interessante Fässer und so weiter und so fort. Und dann geht das schon ganz schön ins Portemonnaie. Das ist hier so um die 40 Euro, manchmal drunter. Das ist der sozusagen der Einsteiger-Whisky. Das klingt immer so blöd, ja. Als wenn das irgendwie so Whisky wäre, wo man mal kosten kann, was so Whisky ist, ja. Das ist ein Whisky, der auch für erfahrene Whisky-Genießer natürlich spannend ist und spannend bleibt. Sonst würde auch nicht so viel gekauft werden von diesen. Ja,
Den gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Erstmal diese wunderbare Whiskyflasche, so richtig klassisches Teil irgendwie. Also nicht etwa diese Standard Liquor Bottle, sondern eine schöne kleine bauchige Flasche, die wir da eben haben. Mit einer Prägung und so weiter. Alles ganz fein. Und wahrscheinlich auch ziemlich viel so Marketing-Erzählerei. Ja, das ist alles nicht so spannend. Interessant ist, hier steht Natural Color. Das ist interessant. Also das, was wir hier sehen, ist nicht gefärbt, sondern es ist die Originalfarbe dieses Naturprodukts Whisky. So, und wenn wir dann uns das mal so also anschauen, dann sehen wir, ach, der hat aber eine relativ dunkle Farbe für einen Zehnjährigen. Ja, für einen Zehnjährigen. Und der hat also insgesamt also eine Reifung, wie gesagt, von 10 Jahren und wahrscheinlich einen großen Anteil Bourbonfässer, aber eben auch Sherryfässer sind dabei und keine schlechten, denn zumindest Farbe haben sie kräftig abgegeben an ihn und eben, wie gesagt, eben in nur 10 Jahren. So, dann wollen wir mal ans Verriechen gehen. Hat ein sehr angenehmes Aroma, ist ein Whisky, der einen ja so direkt für einen einnimmt. Ja, er ist man riecht sofort, dass er einen gewissen Sherry-Anteil hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob da gefinisht worden ist, also ob erstmal eine Reifung in Bourbonfässern stattgefunden hat und am Ende irgendwie dann nochmal in Sherryfässer umgefüllt worden ist. Ich glaube eher nicht, sondern ich glaube eher, dass das eine Vermählung ist zwischen Bourbon-gereiften und Sherryfass-gereiften Malt. Das könnt ihr mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das jetzt wisst. Ich habe wie meist jetzt irgendwie gar nicht irgendwie nachrecherchiert. Weil ich einfach ganz entspannt im Feierabend mit euch einen Whisky trinken wollte. Und von daher wollte ich jetzt nicht erst noch das Internet befragen oder in die Whisky-Bibliothek gehen. Ja, es ist ein sehr intensives Aroma. Ich nehme sehr stark Nüsse wahr. Das ist so also es ist Malz, Gerste, das nehme ich wahr, eine Süße, man merkt sofort, das, was du gleich trinken wirst, das ist süß. Wie gesagt, auch die Nüsse, auch so ein bisschen in die Richtung Toffee, aber nicht so. Vielleicht eher so in den Bereich, in die Richtung Honig. Auch vielleicht eine gewisse Kräutrigkeit. So, bei 40% geht man erstmal davon aus, das ist ein gut konsumerabler Whisky, den müssen wir nicht irgendwie mit Wasser verdünnen. Das ist eigentlich eine ordentliche Trinkstärke. Für manche ist das zu wenig, die fordern immer mehr. Das sehe ich nicht so, sondern wenn die Fässer gut sind und wenn der Whisky an sich harmonisch und gut gemacht ist, dann sind 40 Volumenprozente Alkohol auch vollkommen ausreichend.
Also hier ist typisches Marketing-Gebrabbel. Handcrafted Malt, truly handcrafted Malt und so weiter. Alles so Laberschwart, aha. Aroma, getrocknete Früchte, ja, das war sind diese Sherry-Aromen. Sugared Almonds, was heißt denn das nochmal? Gezuckerte irgendwas. Orange Marmalade, also diese bittere, mit Orangenschalen versetzte Orangenmarmelade aus England. Die hatte ich jetzt gar nicht so sehr. Orange, ja, aber nicht diese bittere Orangenmarmelade. Die habe ich jetzt eigentlich nicht so wahrgenommen. Aber so eine Zitrusfruchtigkeit auf jeden Fall. Die finde ich jetzt sogar noch stärker. Es ist übrigens kein rauchiger Whisky. Ja? Es ist nicht so, dass Edradour keine rauchigen Whiskys macht. Die vermarkten das allerdings dann unter dem Namen Berlechin. Ja, also nicht unter Edradour, da kenne ich jedenfalls keinen rauchigen Whisky. Aber aus dem Hause Edradour gibt's Berlechin. Und der ist rauchig. Den werden wir demnächst auch nochmal verkosten. Also, was ich zumindest mir doch einbilde, ist auch sowas wie so eine leichte Holznote, bittere Eichennote. Nicht so stark, aber erstaunlich doch schon für einen 10-Jährigen. Eine Würzigkeit ist auch da. Eine gewisse Kräutrigkeit auch, aber alles sehr, sehr angenehm, ein eigentlich perfekt ausbalancierter, sehr, sehr angenehmer Whisky. Sehr angenehmer Whisky. Ja, wenn jemand so sagen würde, empfehle mir doch mal einen guten Whisky. Wenn derjenige selber jetzt kein absoluter Kenner wäre, würde ich sagen, ach ja, versuch doch mal den mit den 40%. Und trotzdem finde ich, ist er überhaupt nicht wässrig, ja überhaupt nicht, er hat, wie ich finde, genug Kraft. Der Geschmack ist sehr, sehr da, der Mund ist schön ausgefüllt, hat sogar was, also sehr, sehr Angenehmes im Mund. Er ist süß, er ist, finde ich, ziemlich komplex für so einen 10-Jährigen. Also es ist durchaus so, dass man schon Spaß haben kann, da auch nochmal ein bisschen genauer zu gucken, was für Geschmacksrichtungen verbergen sich denn da. Ja? Und er hat, finde ich, doch eine gewisse Intensität. Ja, und das liegt ja wahrscheinlich auch an diesen doch sehr, sehr kleinen Brennblasen. Jetzt kommen wir direkt dann, ohne diesmal zu spülen, weil ich auch noch mal ein bisschen so den direkten Unterschied noch mal so haben möchte, zu einem Whisky, den ich weiß jetzt gar nicht, ob der momentan überhaupt erhältlich ist. Ja, das ist auch aus dem Hause Edradour, der Caledonia 12 Jahre. Also selbe Brennerei, auch Andrew Symington, der das auch sich auch ausgedacht hat, diesen Whisky hier so zu machen. Er hat nämlich einen schottischen Liedermacher, Komponisten, von dem man sich auch mal das ein oder andere anhören kann. Das ist durchaus beeindruckend. Er heißt Dougie MacLean. Dougie MacLean. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt so kennen kann. Also auf jeden Fall ist er hier irgendwie auch abgebildet. Dougie MacLean hat ein paar ganz tolle
schottische, so Folklieder auch gemacht und ist also schon seit 100.000 Jahren irgendwie im Musikgeschäft, ist natürlich vor allen Dingen eine regionale Größe, aber das ist schon so schottische Seelenmusik, der er da macht. Und ewig ist her, 1977, da hat er einen Song gemacht, Caledonia. Kann man sich mal anhören, ist ganz interessant. Das hat er gemacht, als er in Frankreich war und so seine, ja, so seine, ja, seine Sehnsucht nach daheim eben in so in ein Lied gebracht hat. Das ist natürlich ja, so Herzschmerz, Gedöns. Aber ein tolles Lied. Und man merkt so ein bisschen so schottische Seele. Und wenn Schotten im Ausland sind, dann hören die sich das Lied an und weinen. Und dieser berühmte David McLean, der sollte eben dann, das war natürlich auch eine Marketingaktion, der sollte dann zusammen mit Andrew Symington Fässer aussuchen, die eben dann für diesen Whisky auch dann letztlich genommen worden sind. Ich glaube, es gibt sogar auf YouTube noch so ein Werbefilmchen von damals, als sie das gemacht haben, gemeinsam. Man merkt auf jeden Fall, dieser Whisky soll Schottland pur darstellen. Wir haben ja auch die schottische Fahne und Caledonia ist ja nichts anderes als der lateinische Name für Schottland. Das Tolle ist, der hat 46 Volumenprozente, ist nicht kühl gefiltert und hat auch seine originale Farbe. Edradour färbt ja nicht. Und das Interessante ist, dass also wir hier einen 12-jährigen Whisky haben und in von diesen 12 Jahren sind, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, wie lange war das denn jetzt nochmal irgendwie? Oh wei, jetzt habe ich es vergessen. Hoffentlich steht es jetzt hier. Das ist aber jetzt peinlich. Eine extrem lange Nachreifung jedenfalls. Nochmal dann in Sherryfässern. Ja. Wir haben also Ausgangsstoff ist praktisch hier. Ich gucke mal, ob das jetzt hier irgendwie steht. Herbolzheimer. Waren das irgendwie so, ich glaube, 3,5 Jahre oder so. 3,5 Jahre ist der dann nochmal nachgereift in Sherryfässern. Wir haben also praktisch sowas wie ein Ausgangsprodukt ist der 10-jährige Edradour und dann eben nochmal aufgepimpt, ja, eben in Sherryfässern, die dann mit Sicherheit irgendwelche Refill-Geschichten sind, aber das ist auf jeden Fall hochspannend. So, hinten drauf auf dieser Pulle haben wir dann noch so einen Ausschnitt aus dem Liedtext, aber ich finde, das sollte man sich durchaus mal so anhören. Also eine nette Marketinggeschichte, aber das ist ja nicht so spannend, sondern spannend ist ja vor allen Dingen die Frage, was taugt dieser Whisky? Ist er nochmal eine Steigerung zu dem 10-jährigen Edradour? Ja oder nein? Preislich war es auf jeden Fall. Hat irgendwie 10 Euro mehr gekostet. Dann war er lange Zeit gar nicht zu kriegen. Und kann man nochmal für kurze Zeit, war aber irgendwie viel teurer als vorher. Ich war ganz froh, dass ich mir irgendwie so zwei, drei Fläschchen direkt gekauft hatte von diesem Tropfen, weil er mir damals jedenfalls sehr, sehr gut geschmeckt hat. Ich kenne aber auch einige Whisky-Freunde, die sagen, damit kannst du mir gar nicht imponieren. So, jetzt gucken wir mal, wie er sich hier schlägt. Von allem mehr, das merkt man sofort. Vor allen Dingen mehr Sherry. Richtig, die Trockenfrüchte kommen hier hin. Man merkt also hier sofort, das ist ein Sherryfass gereifter Whisky. Volumenprozente könnte man sogar machen, wenn man denn das irgendwie sinnvoll geplant hätte, was ich jetzt nicht getan habe.
dass man vielleicht auch mal dann verdünnt mit Wasser und mal probiert, wie er dann eigentlich schmeckt. Ja, er wirkt erstmal im Geruch, also auch wieder kein rauchiger Whisky. Sehr aromatisch, sehr aufgeladen, sehr kräftig, wie man sich so einen Sherry-Fass gereiften Whisky auch vorstellt. Also hier noch stärker als bei dem Edradour, wo für mich auch so erstmal die Zitrusnote überwog, haben wir hier doch die so dunkle Früchte, vielleicht auch so ein bisschen beerig. Sehr komplex. Gar nicht so leicht, irgendwie das, also für mich nicht so leicht, das genau, jetzt mal aufzudröseln. Wow. Oh ja. Also hier steht, glaube ich, nichts Sinnvolles drauf. Oh ja, der beißt kräftig zu, aber nicht unangenehm, überhaupt nicht. Aber hier ist eine gewisse Würzigkeit, Pfeffrigkeit, würde ich auch sagen. Ja, er ist in allem viel intensiver noch aufgeladener, während der Edradour so der Feierabend-Whisky ist, den man also auch mal so prima dann irgendwie an einem lauen Frühlingsabend oder so entspannt genießen kann, ist das schon ein kräftiger Whisky, der so Richtung, ja, eher so Richtung Winter auch geht, ja. Ja, ein toller, toller Whisky. Ich bleib dabei. Er hat auch eine gewisse Trockenheit, was natürlich auch Sherry-typisch ist, auch für Oloroso-Sherry. Und meines Wissens verwendet Edradour hier weitgehend Oloroso-Sherry-Fässer. Welcher Art, wie gesagt, weiß ich nicht genau. Kann man mit Sicherheit in irgendwelchen Tasting-Videos oder Informationen im Internet alles viel besser nachlesen. Eine gewisse Trockenheit ist also wirklich da, aber eine sehr angenehme. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, alles pelzig hier. Das nicht. Auch eine gewisse bittere Note, bittere Holznote ist auch da. Was ich nicht so finde, was ich schon mal so gehört habe, da irgendwie der trinkt sich wie eine Schrankwand. Das würde ich auf gar keinen Fall so sehen. Aber Holz ist da. Der war ein bisschen groß, der Schluck. Trockenfrüchte, etwas Beeriges, Dunkles auf jeden Fall. Auch noch eine gewisse Zitrusnote ist da, wie ich finde, nicht so stark wie bei dem Edradour 10. Süßigkeit, also eine Süße ja, aber es ist nicht so eine also richtig süße Sherry-Bombe, wie man das so manchmal so kennt. Das ist das nicht. Er ist eher würzig, auch ein bisschen pfeffrig, ein bisschen trocken. Er hat einen mittellangen bis, finde ich, schon langen Abgang.
einen längeren Abgang als der Eruditor 10, aber das ist ja auch irgendwie klar. Hat mehr Alkohol, bringt da mehr Kraft auf die Zunge. Ist ein Top-Whisky. So, jetzt haben wir zwei Whiskys probiert, beide aus dem Hause Edradour. Wie gesagt, demnächst werde ich nochmal den Berlechin 10 Jahre als rauchige Variante nochmal so ein bisschen dagegen halten. Hier finde ich, kann man sagen, es sind beides wunderbare Whiskys. Der Edradour 10 ist ein ganz fantastischer, wie ich finde, nicht zu teurer, doch auch sehr abwechslungsreicher Whisky, der wirklich auch sehr schön einen so einführt, so ein bisschen in diese ganze Whisky-Kultur. Über den kann man sich schon lange unterhalten. Der Caledonia 12 Jahre, den würde ich jetzt nicht irgendeinem Einsteiger erstmal geben, sondern hier ist eben doch auch durch die Würzigkeit, durch diese gewisse Schwere und auch durch diese gewisse, ja, Pfeffrigkeit, leichte Bitterkeit, im Sinne von bisschen Kaffee, bisschen Bitterschokolade, irgendwie so dabei, ist der schon anspruchsvoller, also erfordert von uns mehr. Ja. Aber es ist ein herausragender Whisky. Und ich bleibe dabei, ich bleibe ein Fan von Edradour 10 und vor allen Dingen von dem Caledonia 12 Jahre. Der ist so einer meiner Favoriten. Ja. Auch wenn es da einige gibt, die sagen würden, pff, gibt's so viel Besseres. Er mag ja sein, aber schmeckt. Ja, von daher würde ich mich jetzt gern verabschieden von euch, aber natürlich einen wichtigen Hinweis noch. Der Whisky-Freund genießt den Whisky, er säuft nicht. Also von daher, den Whisky genießen wir immer nur in Maßen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.